Ende Oktober trafen sich hochrangige Vertreter von Raiffeisen Tirol, Vorarlberg und Südtirol zu einem Erfahrungsaustausch. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die geplanten Strukturreformen. Raiffeisen Südtirol steht durch die Reform vor großen strukturellen Veränderungen. Stehen auch bei Ihnen Strukturreformen an? Jawohl, auch wir können uns der Entwicklung der neueren Zeit nicht entziehen. Wir erleben natürlich die Digitalisierung, die Niedrigzinspolitik, das sind alles Themen, die bei uns ebenfalls auf die Kosten drücken. Und unsere Struktur ist auch sehr stark mit Kosten verbunden. Das heißt, wir müssen etwas enger zusammenarbeiten und in dem Falle sind auch Strukturreformen unbedingt notwendig. Die Verschmelzung von RZB und RBI ist beschlossene Sache. Muss der Raiffeisensektor näher zusammenrücken, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben? Die Fusion ist eine große Chance für uns, aber natürlich jetzt im ersten Schritt war es eine Notwendigkeit, das zu tun, um unser Kapital auf der Ebene RCB-RBI zu stärken. Andererseits fehlt uns dadurch in der Zukunft der Leithammel bei uns im Sektor. Die RCB wird sozusagen in die RBI hinein verschmolzen und wir werden damit auch auf der Österreich-Ebene enger zusammenarbeiten müssen, wir eine neue Governance auch finden müssen, wie wir den österreichischen genossenschaftlichen Sektor zukünftig steuern, und da sind wir bereits auf sehr guten Wege und alle Anzeichen sprechen dafür, dass wir hier einen sehr guten Weg gemeinsam finden werden. Ich würde mir sogar sagen trauen, dass wir auf sehr guten Wege sind, in vielleicht 5 bis 10 Jahren eine Zweistufigkeit in Österreich zu haben im Sektor. Gibt es auch Fusionspläne auf der Primärstufe? Die werden nicht ausbleiben. Ich selber bin momentan dabei, mir ein sehr klares Bild des Tiroler Sektors zu machen, bin sehr, sehr viel auf Reisen, spreche mit sehr vielen Raiffeisenbanken und versuche mir auch das Bild, das viele Banken bereits vor Ort haben, von der Zukunft mir selber auch zu erarbeiten. Wir werden dann gemeinsam mit dem Revisionsverband in Tirol ein Zukunftsbild zeichnen, das klarerweise auch zeigen wird, dass viele kleinere Einheiten, die wir heute noch haben, in dieser Form nicht aufrechtzuerhalten sind, auch betriebswirtschaftlich nicht aufrechtzuerhalten sind. Und wir wollen mit diesem Zukunftsbild auch animieren dazu, dass wir gemeinsam uns auf den Weg begeben, diese Strukturen sinnvoll zu bereinigen, dass am Ende des Tages eine starke Bankengruppe in Tirol herauskommt. Sie sind jetzt seit Mai 2016 als Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Landesbank im Amt. Wie fällt Ihre Bilanz nach fast einem halben Jahr aus? Sehr positiv. Ich bin deutlich freundlicher und besser aufgenommen worden, als ich mir das erwartet habe am Anfang. Ich muss sagen, der Tiroler Sektor ist sehr veränderungsbereit, sehr veränderungswillig. Ich glaube, wir müssen wieder mehr auch zurückfinden zu unseren Stärken, die in der Vergangenheit vielleicht hin und wieder auch zu sehr zugedeckt wurden. Wir kommen aus einer Position der Stärke und wir müssen diese auch wieder mehr in den Vordergrund rücken und aus dieser Stärke heraus jetzt auch beherzt unsere Themen, die ich vorhin schon umschrieben habe, angehen. Und dann muss uns auch vor der Zukunft nicht bange sein. Herr Sappel, Sie sind seit einigen Monaten als Geschäftsführer des Raiffeisenverbandes Tirol im Einsatz. Wie schaut Ihre bisherige Bilanz aus? Also seit 1.7.2016 bin ich Geschäftsführer und Nachfolger von Arnulf Baconig. Es war die Zeit auch, oder wir haben die Zeit auch schon vorher genutzt, vor diesem Zeitpunkt, dass wir die eine oder andere Weichenstellung schon bereits gesetzt haben. Es ist innerbetrieblich einiges umgestellt worden. Was natürlich immer ein Thema ist, auch im Verband, ist das Thema Sparen. Und wir haben natürlich versucht, unsere Struktur jetzt im Verband so aufzusetzen, dass sie also auch zukunftsweisend ist. Wie sieht Ihr Ausblick auf die Geschäftsentwicklung 2016 aus? Wir sind grundsätzlich zufrieden. Wir haben also in Tirol eine sehr gute Eigenkapitalausstattung. Das gibt uns also Sicherheit. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass das Geschäftemachen immer schwieriger wird. Die Regularen sind überbordend. Die Kostenentwicklung ist schlecht. Und auf der anderen Seite natürlich diese negative Zinspolitik von der EZB macht uns natürlich auch zu schaffen. Insgesamt müssen wir aber sagen, die Ergebnisse, die wir jetzt vorschauend haben, bis 31.12. dieses Jahres, sind durchaus den Umständen entsprechend und durchaus noch passend. Herr Hopfner, Stichwort Projekt 100+, was ist da in Vorarlberg geplant? Ja, wir haben uns als Raiffeisen Landesbank ein ambitioniertes 5-Jahres-Ziel gegeben, nämlich dass wir sagen, wir möchten unsere Eigenkapitalsituation deutlich verbessern, nämlich um 100 Millionen in den nächsten 5 Jahren. Das möchten wir tun, indem wir zum einen unsere Ergebnisse verbessern, E+,
Effizienzsteigerung, E-Plus Ertragssteigerung. Und dann möchten wir unseren Bestand an Immobilien und Liegenschaften etwas intensiver bewirtschaften und daraus auch mehr Erträge erzielen. Und so insgesamt mit den zusätzlichen Möglichkeiten, dass wir Kapital am Markt platzieren wollen, dann dieses Ziel erreichen. Wie schaut es mit Strukturreformen in Vorarlberg aus? Wir sind in Vorarlberg mit jetzt 21 Raiffeisenbanken, eigentlich haben wir schon recht große Raiffeisenbanken. Wenn ich das in den Österreich-Vergleich bringe, sind unsere Raiffeisenbanken mit einer durchschnittlichen Bilanzsumme deutlich über 300 Millionen, ungefähr dreimal so groß wie im Schnitt von Österreich. Also da haben wir schon sehr viel gemacht. Und ansonsten haben wir das in den letzten Jahren immer so betrieben, wenn sich zwei oder drei Vorstände von angrenzenden Raiffeisenbanken zu Gesprächen finden, dann unterstützen wir sie dabei. Die Zusammenarbeit und die Treffen mit Raiffeisen Südtirol haben eine lange Tradition. Werden Sie diese wie Ihre Vorgänger fortsetzen? Unbedingt weitermachen, sage ich, weil ich glaube, wir können noch profitieren voneinander. Vielen Dank für das Gespräch.